Kinderschlafzimmer bei Nacht wird von so manchen Geistergestalten heimgesucht. Und dem blonden Kind im rosa Schlafanzug, wie auch dem Bayreuther Festspielpublikum, präsentieren sich die Nornen in ihren gruseligen Glitzer-Outfits stimmlich bestens aufgelegt und mit einem plastisch und vibrierend klingenden Festspielorchester. Dirigent Pietari Inkinen hat für diesen letzten Teil der Ring-Tetralogie das beste Händchen. Er hält die Spannung gleichbleibend hoch und kann Siegfrieds Reinfahrt nach dem szenisch glaubwürdigen Ehekrach zwischen der überragenden Brünnhilde von Catherine Foster und dem trotz seines vorabendlichen Parsifal-Einsatzes nicht zu erschöpfenden Siegfried von Andreas Schager wirklich packend musikalisch ausleuchten. Auch Waltrautes Auftritt bei Brünnhilde wird zur hochemotionalen, faszinierenden Szene mit der fulminant gestaltenden Christa Meyer und Catherine Fosters starker, mütterlicher Brünnhilde. Bei den dekadenten, neureichen Giebichungen wartet dann Mika Kares als emotional verkorkster Hagen mit schön gedeckeltem Bass und lässt seinen Frust an einem Boxsack aus. Auf einem übergroßen Foto sieht man ihn mit einem erlegten Zebra. Und mit dem Messer zerstückelt er dann auch blutig Brünnhildes treuen Gefolgsmann Grane. Aber um den scheren sich Gunther und Gudrune ja nicht weiter. Stimmlich enttäuscht dieses Bling-Bling-Geschwisterpaar zwar, aber die szenische Charakterisierung ihrer überzeichneten Figuren gelingt Aile Assonje und Michael Kupfer-Radetzky hervorragend. Und dann darf endlich auch der Bayreuther Festspielchor erklingen und die neuen Brautpaare willkommen heißen. Eine umwerfend bizarre Szene mit dem zu Recht legendären, perfekten Chorklang von Bayreuth. Konnte man Andreas Schager in den ersten beiden Akten gelegentlich die Anstrengung des Heldendauereinsatzes dieser Premierenwoche anmerken, gibt er seinen todgeweihten Siegfried im letzten Akt unfassbar intensiv, auch im Dialog mit den homogenen Rheintöchtern im leeren Pool. Die finalen Szenen von Mika Kares als Hagen und dann Brünnhildes Schlussgesang trösten durch das Ohr das von den drastisch grausamen Bildern der Inszenierung entsetzte Auge. Vatermord und Suizidversuch der Mutter vor den Augen des Kindes, ein triefender, erhängter Wotan im Hintergrund und der abgeschlagene Kopf von Grane. So ein Weltuntergang ist schon scheußlich, aber irgendwie doch furchtbar schön und aufregend.